Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir uns einige Casino-Belohnungen abgeholt von den ganzen 500.000 Jetons, die wir gespielt hatten. Haben ein Kostüm bekommen, eine Teufelswaffe und ein Vergissmeinnicht, womit wir alle Cutscenes angucken können. Sehr schön. Und ja, wir sind jetzt hier in Sybak und ich habe jetzt extra nochmal hier Halt gemacht, ja, habe ich mir schon gedacht. Um nochmal zu gucken, ob ich alles mögliche hier habe. So. Dann versuchen wir uns jetzt nochmal in der Unterwelt. In die Unterwelt. Ja. So. Dann gucken wir uns die Erklärung nochmal ganz genau an, was wir machen müssen und überhaupt. Und ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das Siegel so geschwächt sein würde. Eugen, wovon redest du? Es ist ein verbotenes Buch, in dem Mythos während den antiken Kriegsfürsten der Unterwelt versiegelt hat. Warte mal, hatten wir da alles schon, oder? Jedoch ist das Siegel im Laufe der Zeit geschwächt worden. Das Böse hat seine Hand im Spiel. Du wirst in das Buch gesaugt werden. Was? Ob ihr aber auch wieder rauskommt, ist völlig ungewiss. Im Moment kann ich euch noch mit meiner Macht beschützen. Was wollt ihr tun? Helf uns, ja. Verstanden. Das Buch ist zu gefährlich, also als dass man es ignorieren könnte. Es sollte so schnell wie möglich verbrannt werden. Wir sollten uns besser vorbereiten, bevor wir es versuchen. Okay. Ist noch alles auf an, okay. Nur zur Sicherheit. So, wird wahrscheinlich hier nur so ein Test dran. Um zu gucken, was ich machen muss und wie es funktioniert und so, also was. Wir haben Stratum 1, wir sind Ebene 1, wir haben Seelenfeuer 100. Was ist passiert? Anscheinend wurden wir in das Buch hineingezogen, so wie Origin es gesagt hat. In das Buch hinein? Ist das möglich? Und was machen wir jetzt? Leute, gesegnete Stein. Das ist das Seelenfeuer. Bist du hier, um uns zu zerstören? Was ist das für eine Stimme? Wir sind die Könige der Unterwelt. Wenn ihr minderwertigen Kreaturen glaubt, uns bezwingen zu können, dann legt euer Leben in die Waagschale und stellt euch der Prüfung. Da muss das Buch sein, das aus Heimel gestohlen wurde. Kannst du mich hören, Hüter des neuen Paktes? Origin. Ihr dürft nicht zulassen, dass dieses Buch weiter auf dieser Welt existiert. Dieses Buch enthält die Essenz des Dämonenfürsten, der den finsteren Plan hegen, die Welt mit der Unterwelt zu vereinen. Die Inzensen gewinnen im Laufe der Zeit an Stärke und werden eines Tages den Besitzer des Buches in den Wahnsinn treiben und anschließend die Welt. Also gut, was sollen wir machen? Wir können das Buch zerstören, indem wir Seelenfeuer im entlegensten Winkel der Unterwelt dieses Buches entflammt. Doch selbst das Seelenfeuer kann das Buch nicht mit einem schwachen Feuer vernichten. Ihr müsst das Seelenfeuer so weiter hitzen, bis es heiß genug ist, um das Buch zu verbrennen. Überall werdet ihr Kerzen finden, mit denen das Seelenfeuer verstärkt werden kann. Erzündet sie, um die Macht des Seelenfeuers zu intensivieren. Alles klar, lass uns das Seelenfeuer stärken und zur untersten Ebene gehen. Okay. Heißt, wir müssen Sachen, ja. Bitte Einschränkungen für diese Ebene wählen, ja. Keine Einschränkung. Erfahrungszunahme gestiegen. Okay. Wie gesagt, da wird nur so ein Testlauf sein. Was ich. Ah. So, wann geht das runter, wenn ich schieße, oder was? Jedes Mal, wenn ich schieße, oder? Geht das Ding? So, ich nehme an, ich muss das Feuer die ganze Zeit entzünden. Ne? Damit ich hier rauskomme. Also Bonus Dungeon habe ich natürlich wieder immer ein bisschen Schiss, weil das Bonus Dungeon, was mich am meisten geprägt hatte meiner Zockerkarriere, ist das von Star Ocean 4, wo du wirklich nicht irgendwelche unmenschlichen Gegner oder so bekämpfen musstest, aber der Weg, die Sachen, die du machen musstest, waren so furchtbar. Die haben so lange gedauert. Also da war es dann manchmal echt der Fall, dass du wirklich so 8 Stunden lang diesen verdammten Bonus-Dungeon rumgelaufen bist. Ohne zwischendurch zu speichern oder irgendwie sowas. Und ja. Das war bis jetzt das Schlimmste, was ich je irgendwie
herausgefunden habe bei solchen Bonus Dungeon. Aber ich glaube nicht, dass irgendein Tales of Teil auch noch annähernd so ein mieses Dungeon hat. Hoffe ich jedenfalls. Okay, warum stirbt ihr nicht? Können wir mal sagen, warum ihr nicht stirbt? Revitalisierung, nein, wie wär's mit Dings? Ah! Ja, alles Magier. Rain, ich weiß, du scheinst hier nur wieder einige zu ignorieren, aber. Ach, nicht. Boah. Wird es da wohl hoffentlich alleine machen, oder? Danke. War unnötig. Wow, das waren viele Erfahrungspunkte. Wenn das Maximum TP erhöht, das brauche ich herzlich wenig. Noch. Das, weil ich jetzt keine Beschränkung benutzt habe, oder was? Warum soll ich eine Beschränkung bitte schön auswählen? Da haben wir halt mal einer und die waren verdammt schwach. Okay, keine Ahnung. Maximum KP erhöht. Ich hoffe, ich kann auch hier hin und wieder raus und reingehen. Damit ich mich heilen kann und weiß ich nicht. Der allgemeine sehr. Jedes Mal, wenn ich natürlich daneben treffe, ist natürlich auch blöd. Ich glaube nicht, dass das hier so schwierig ist. Ich glaube, es ist so wie ein Tales of Graces F. Zur nächsten Ebene, ja klar. Aber irgendwas sagt mir, wer ihn von dem Spiel, was irgendwie von mir verlangt, alles möglich zu wissen, ohne dass ich irgendwie einen Tipp bekomme oder so. Ich sag nur, ja, weiß nicht. Egal. Was um alles in der Welt geht hier vor? Dies ist unsere Welt. Ihr seid lediglich Außenseiter. Ihr müsst nach den Regeln unserer Welt kämpfen. Verdammt, auch das noch. Dieses Buch ist wirklich gefährlich. Ebene für Verwendung von Items ist verboten. Warum? Wahrscheinlich kommt jetzt ein extra mieses Dingen, weil ich am Anfang keinen Effekt genommen habe, ne? Da, Verwendung von Items ist verboten. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Problem, finde ich. Dann mache ich einfach das hier. Indignation! Pumps! Ray! Und jetzt Prism Star, ne? Das wird das Einzige, was ich hier freier krieg. Nur blöd, dass das immer auf einen geht. Das ist ein bisschen doof. Ich gegen diesen Angriff. Okay, sehr gut. Grüner Quarz. Kenne ich gar nicht. So, ist ja jetzt nochmal der gleiche Weg, weil hier schon alles aktiviert ist. Oh, okay. Nur so ein Dingen. Zur nächsten Ebene, ja. Ebeneneffekt unisono Angriffe maximiert. Okay. Also ich habe jetzt mein Dingens verloren, wie. Das sind Dingen. Sowieso nur Angriffe maximiert. Ich merke bei jedem Kampf irgendwie. Ja, ich merke bei jedem Kampf irgendwie, muss ich 10 Dinger einbüßen. Und da sind da nicht gerade wenig Leute am rumlaufen. Soll ich vielleicht ein paar heilige Tränke oder so einsetzen? Bringt es vielleicht. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube immer noch nicht, dass das so schwer ist hier. Das ist eigentlich, da wäre ja von den Gegnern noch schwieriger. Die ersten Gegner waren ja richtig schwierig, aber jetzt ist das verdammt einfach. Ja, Käse mal rein. Nein, ich bin doof.
Und da tauchen immer neue Gegner auf. Ja, geil. Was ist das denn? Erzählmann, ja. Ich hau ich sowas von kaputt damit. Indignation. Verbundspezialattacke. Prison Star. Und er ist immer noch ein Leben, ey. Da müssen wir aber gleich diese verdammte Flamme treffen, sonst nervt das hier gleich. Bleiben wir ein paar Sekunden stehen, also werde ich ja wohl irgendwie machen können. Ey! Was ist das? Oh, ich kann nicht flüchten, wenn sie mich auf den Arm nehmen. Ja, warte. Ja, super. Bisher müsste ich eigentlich am meisten abziehen, weil ich ihr das Ultima-Ding gegeben hat. Gegen ab, was irgendwie so 20 oder 30 irgendwie erhöht. So, danke. Lass mich. Oh mein Gott. Wie nervig ist das denn? So, du kriegst jetzt wieder aufs Maul. Bams. Zack. So, zack. Prism Star. Wie viele Treffer es gibt, ey. Es ist nicht schwer. Ich glaube nicht, dass es schwer ist. Es ist nur nervig bis jetzt. So, lass mich hier raus. Danke. Aktiviere ich mal. Falls es hier nicht so schön ist. Ja, ich gehe lieber hier weg. Mir läuft die Zeit immer davon. Nein, ich habe doch nicht 10 eingegrüßt, glaube ich. Warte, auf ewig kann ich mir halt nicht leisten. Na, mal gucken, ob mein heiliger Trank hier funktioniert. Wird ja wohl nicht. Okay. Bringt das was? Tu das, okay. Ma. Ich sehe schon, ich verrecke gleich wieder. So, hier, zack. Und hier, was ist das? KP reduziert, 100%. Was zum... Hey. Bis jetzt ist das hier doof. Ja, gleich kann ich schon wieder alles neu machen. Dann kann ich weiter runter. Zur nächsten Ebene. Lass mich irgendwie mal einen Checkpoint oder so machen. Wenn das geht. Wenn ich darf. Verwendung ist Menüs verbieten. Keine Einschränkung, ja. Okay. Okay. Ich nehme an, so jedes Stratum irgendwie beinhaltet irgendwie einen Boss oder so. Wird irgendwie so gleichsetzt mit dem Dingens, mit dem, boah, wie ist das nochmal, mit Phosalos aus Tales of Graces F, der Zonenkäfig, genau. Und ja, deswegen, aber das hier ist eindeutig ein bisschen nerviger. So, ich, aber bloß nicht, dass ich jetzt nicht ein heiliges Licht einsetzen, wenn man mindestens irgendwie den ersten Boss oder was auch immer auf mich wartet hier plätten. Aber ich kann die Gegner auch nicht abschießen, dann kostet ja auch wieder 10 Seelenfeuer.
Ja, geil. Und dann treffe ich auch noch daneben. Zack. Bestimmt irgendwie so 1000 Ebenen oder so. Verwendung des Menüs verbiegen. Keine Einschränkungen, ne. Okay, das sieht bedrohlich aus. Gehen wir nach rechts. Also mit heiligem Licht lässt sich das hier echt gut leben, finde ich. Hier ist falsch, geil. Wahrscheinlich gibt es irgendwie bessere Belohnungen oder irgendwie sowas. Oder bessere Dungeons, was weiß ich. Wenn ich die ganzen Bestrafungen hier, sag ich mal, aktiviere und ihr... Wow. Er stand überhaupt nicht blöd im Weg. So. Aber ist ja auch hier nur so ein Testlauf. Ich bin da neu am Erkunden. Vielleicht muss ich irgendwie alle Bosse auf einmal irgendwie so plätten wie ein Star Ocean 4. Weil mich richtig ankotzen würde. Aber wird ja wohl irgendwie eine Möglichkeit wieder geben, hier rauszugehen, oder? Oder? Ich verlange ja echt nicht viel, aber bitte irgendwie. Soweit ist doch mal genehm, oder? Ja, jetzt haben wir eine Menge sehen vor. Jetzt können wir uns wieder ein bisschen was leisten. Hoffe ich. Ah, oh, das rot, ne? Was? Hä? Ich bin noch jeden Weg abgegangen, oder? Hm. Okay. Ich bin noch jeden Weg abgegangen, glaube ich. Oh, nur eine Weg. Da irgendwo anders konnte ich noch wohl lang, ne? Ach. Geh weg. Gehe er weg. Tue er sich bitte aus meinen Sichtfeld verbissen. Okay, war knapp. Wenn der Gegner zu lange knutscht, dann kommt es trotzdem zum Kampf, glaube ich. Boah, jetzt war ich nur am, ganz am Anfang, die falsche Abzweigung genommen habe, ne? Ist so typisch. Mann! Geh mir doch mal aus dem Weg! Wo bist du denn? Boah, ich liebe diesen Angriff. Komm mal her! Putsch. Zack, und Prism Stars! Sehr schön. Er ist tot. Bin nicht erst überrascht. Wahrscheinlich hat er gar nicht so viel ausgehalten. Egal. So. Ja, laut den Erfahrungspunkten würde ich sagen, der hätte nicht viel ausgehalten. So. Okay, was? Bin ich nicht hier rechts lang gegangen? Hä? Hä? Was ist das denn? Ich bin doch überall lang gegangen. Hä? Bin ich schon wieder blind? Hä? Super. Was hat jetzt irgendwie gebracht? Weil sonst weiß ich schon jetzt nicht, wo ich lang muss. Geil. Damit ich da hier nicht irgendwie was verbauen können oder so. Du geh weg. Irgendwann gehen mir die heiligen Lichter auch aus. Dreck. Hm. Hey. Drecksfähig. Was bist du denn? Die Donnerschwert, bist ein Vogel. Du hältst nicht viel aus. Du bist ein Donnerschwert. Wenn alles Gegner immer schon mal begegnet sind, oder? Die original stark sind.
Stimmt, ne? Purpurquarz. Okay. Ich hoffe nicht, ich muss hier so Sachen sammeln wie ein. Vollständig geil. Bams. Ich hoffe ja nicht, ich muss irgendwelche Gegenstände sammeln, um voranzukommen. Von den Gegnern. Weil das ist genau das, was man in Star Wars 4 auch machen musste. Und das ist nicht nett. Das kann verdammt lange dauern dann. Ja, aber da unten ist da auch eine Sackgasse. Was zum. Das war ernsthaft. Okay. Und hier ist schon wieder ein Ding. Was zum Teufel? Was muss ich machen? Was ist das? Muss ich alle Gegner plätten oder wie? Boah. Ach ja, ich wurde vollständig geil. Sehr schön. Aber trotzdem nicht, was ich machen muss. Meine Güte. Du, du siehst böse aus. Ich dich erledigen auch nicht, ne? Ei. Explosion. Ich bin zu Stein, was? Und keine Items einsetzen, deswegen muss ich. Du gehst nicht auf Rain los, danke. Zack. Ja, 20 Minuten in der Bonus-Dungeon drin und ich habe jetzt schon keine Ahnung, was ich machen muss. Ich würde eigentlich hier ein bisschen Zeit drin verbringen, aber nein. Darf ich wieder nicht, ey. Jetzt hier jede einzelne Ecke absuchen oder so. Da bin ich jetzt schon wieder echt blind. Ist einfach nicht. Jetzt gehe ich noch mal den ganzen Weg zurück. Wenn da immer noch nichts ist, dann weiß ich schon wieder nicht, was ich machen soll. Danke. Ich könnte jetzt schon wieder ragen und sagen, das Spiel erklärt schon wieder nicht, was ich machen muss. Aber ich habe mal jetzt die Klappe. Wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen. Nein, komm schon. Die Fackel brennt. Ja. Okay, gibt's nichts, wo ich weiter kann. Bin ich wieder am Anfang, ne? Ja. Und nun. Ja. Sackgasse. Und nun. Was zum Teufel? Was ist denn das? Na gut, dann würde ich sagen, ich beende die Partie und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.